Vielen Dank, Herr Legrand. Ja, also wie gesagt, mein Name ist Anja Reschke und ich bin Autorin und Moderatorin von Panorama und ZAP. Das sind zwei Fernsehmagazine, die dem Untergang geweiht sind und in der Bedeutungslosigkeit zu versinken drohen. Bei Panorama wurde das schon 1965 festgestellt. Das war 4 Jahre, nachdem Panorama gegründet wurde, in einem Artikel der Rheinischen Post. Bei ZAP erst am 28.09.2011 nach einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung. Seither ist dieser Bedeutungsverlust dieser beiden Magazine in den Medien und in den Medienkritiken fest zementiert und lässt sich da auch nicht mehr wegdiskutieren. Aber Sie müssen kein Mitleid haben. Es lebt und sendet sich ganz gut mit so einem Bedeutungsverlust. Panorama wurde dieses Jahr immerhin 50 Jahre alt. Trotzdem muss man natürlich mal ganz ehrlich sagen, für Journalisten sind Medienjournalisten immens wichtig. Wenn man für einen tollen Beitrag genau das gleiche Geld kriegt wie für einen langweiligen oder wenn man für einen hervorragenden, stilistischen, super recherchierten Beitrag das gleiche Geld kriegt wie für einen 0815-Beitrag, dann giert man natürlich nach Anerkennung. Und da gibt es fast nichts Wichtigeres als der Blick am nächsten Tag auf die Medienseiten. Hat vielleicht irgendjemand was darüber geschrieben? Gibt es vielleicht Lob oder Kritik? Das macht natürlich enorm was her und wird auch viel mehr wahrgenommen. Aber ist das der Selbstzweck von Medienjournalismus? Kann es das sein von Journalisten, für Journalisten, über Journalisten? Vermutlich nicht. Genau das wollen wir heute also diskutieren. Worum geht es? Wir haben einen hervorragenden Redner, der uns gleich dazu genau eine Einführung gibt. Ein Mann, der sich seit vielen Jahren in und um die Medien bewegt. Er war genauso Lokaljournalist wie Spiegelreporter. Er war genauso online wie Print und genauso Wirtschaft wie Medien. Als Medienjournalist verantwortete er das Medienressort der Süddeutschen. Dann war er der Leiter der Online-Ausgabe der Süddeutschen und jetzt verantwortet er das Wirtschaftsressort in der Süddeutschen. Ein Mann, der sich wirklich auskennt mit Journalismus. Herzlich willkommen, Hans-Jürgen Jacobs. Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung und für die Einladung hier zu dieser Diskussion. Ich habe mich viele Jahre mit Medienjournalismus beschäftigt, in den letzten 4 Jahren etwas oder 5 Jahren etwas weniger. Die Kollegin hat es gesagt. Also ich schaue ein bisschen von draußen auch auf die Phänomene. Eine gewisse Solidarität mit den Medienjournalisten gibt es, aber einige Dinge, einige Entwicklungen fallen einem auch auf. Ich habe jetzt hier keine Empirie, keine Umfragen, sondern nur subjektive Wahrnehmungen, die ich versuche in 20 Thesen zu fassen und hoffe, dass wir damit die Diskussion auch ein bisschen stimulieren. Gehen wir mal zu dem Titel. Einsame Rufer. Einsam, das stimmt vielleicht. Medienjournalisten haben es schwer in ihren Redaktionen, oft. Viele prügeln auf sie ein. Draußen ist es auch schwierig. Also einsam sind sie, aber rufen? Nach was rufen sie? Nach einer neuen Medienordnung, nach einem angemessenen Rahmen für die digitale Veränderung, für die digitale Revolution, nach einer besseren Definition für öffentlich-rechtlich, nach Korrekturen im zentralen Markt der Mediaagenturen, wo mittlerweile ein einziges Unternehmen 40% der deutschen Werbegelder kontrolliert und 4 Unternehmen 80%. Nach weniger Abhängigkeit von amerikanischen Datensammelstellen wie Facebook und Google, nach Ende der Verschenkkultur im Internet, es ist nichts zu hören. Und was ist mit dem zahnlosen Tiger? Wo wird denn wenigstens einmal versucht zuzubeißen? Bei Thomas Gottschalk, der den Deutschen erst das Fernsehen, dann die Gesellschaft, jetzt den Glauben erklären will, wo er doch nur sich selbst an sich selbst abarbeitet und hofft, dass endlich einmal ein Format außerhalb von Wetten, das funktionieren wird. Bei Liz Mohn, die unter Nichtbeachtung wesentlicher Grundsätze ihres Mannes den Bertelsmann-Konzern dominiert und verändert, nicht immer zum Guten. Wie oft ist es Journalisten, Medienjournalisten in den vergangenen Jahren wirklich gelungen, Themen zu setzen? Wem ist überhaupt bang vor einem Medienjournalisten?
Wenn es immer heißt, wir brauchen mehr Selbstreflexion, dann kann es nicht bedeuten, mehr Selbstreferenz oder Selbstbeweihräucherung. Davon haben wir im Zweifel genug. Es muss heißen, mehr Selbstkritik. Und die besagt unter dem Strich, meines Erachtens, dass Medienjournalismus dramatisch an Relevanz verloren hat. Seine Themen erscheinen oft eher willkürlich. Sie leiten sich von dem ab, was das Fernsehprogramm und PR-Agenten und das eigene Netzwerk der Freundlichkeiten und Freundschaften hergibt. Es fehlt an kontinuierlicher Begleitung von Vorgängen. Es gibt zu wenig investigative Recherche. Medienjournalismus droht, ein Es gibt das auch noch Ressort zu werden. Es ist zuweilen nicht einmal nice to have. Es müsste aber sein must to have. Aus unseren Kreisen, so hieß Anfang der 60er Jahre der erste medienkritische Dienst von Waldemar Schweitzer, der ja auch DM damals in die Welt gebracht hat. Natürlich gilt in unseren Kreisen, dass, und das wäre meine erste These, Medienjournalismus immer nur so gut sein kann wie Journalismus selbst und der Journalismus nur so gut wie die Gesellschaft, in der er wirkt. Aber das heißt nicht, dass er nicht besser zu machen ist. Wir alle wissen, die Bedingungen sind schlechter geworden. Der Pressefreiheit geht das Geld aus. Neue Mäzene werden gesucht. Aber noch reicht es für die meisten. Und genau in einer solchen Situation braucht man den engagierten Warner, nicht den ängstlichen Stummen. Zweitens, so wie die Medienpolitik nach der Zäsur der 80er Jahre zerfallen ist bis hin in die Bedeutungslosigkeit, so muss der Medienjournalismus kämpfen gegen den Niedergang. Das Sinnbild für die Krise einer ganzen Branche ist die Institution der Elefantenrunde auf Medienkongressen. Wichtigkeit wird hier nur noch behauptet. Der traditionelle Medienjournalismus kommt ja von der Programmbesprechung. Das war als Leserplattbindung gemeint. Man wollte dem Leser das aktuelle Fernsehprogramm erklären, es aufbereiten. Das hat sich dann in den 80er, 90er Jahren durch den privaten Rundfunk, durch die Veränderung der Medienmärkte enorm geändert. Da ging es um Kampf um Lizenzen und Medienvielfalt. Es waren die großen Kämpfe rund um Leo Kirch gegen Bertelsmann und andere Medienkonzerne. Da ging es um Decoder und die Medienjournalisten wussten alles dazu. Das war eine sehr lebhafte Zeit. Der Medienjournalismus heute ist dann mit dem digitalen Wandel nicht mitgegangen. Mir fehlen persönlich die kontinuierlichen Stücke über Apps, Twitter, Blogs, Google, E-Tablets, Facebook. Das, was Mohn und Kirch für den Medienjournalismus der analogen Welt waren, sind heute Mark Zuckerberg und Larry Page. Der deutsche Medienjournalismus ist aber zu provinziell. Er fängt internationale Entwicklungen zu selten ein. Der deutsche Medienjournalismus ist zweitens, wenn Sie so wollen, in der Holzklasse der Publizistik stecken geblieben. Wo ist die digitale Brücke? Wie wird das organisiert, die Arbeitsteilung zwischen Print und Online? Wie wird digitale Technik genutzt? Drittens, der Medienjournalismus alter Prägung hatte seine Hochzeit in der Beschreibung wilder Verteilungs- und Eroberungskämpfe rund um die Etablierung des privaten Rundfunks in Deutschland. Die neuen Verteilungskämpfe spielen sich in der digitalen Wirtschaft ab mit starker Stellung amerikanischer Konzerne. Hierbei findet der deutsche Medienjournalismus so gut wie nicht statt. Vielleicht liegt es daran, dass die Spezialisten in den Häusern oft mit dem Herstellen von iPad-Ausgaben beschäftigt sind, die ihr Publikum noch finden müssen. Dabei ist eine systematische Hinwendung zu den Nutzern in Social Networks erforderlich. Und was das bedeuten kann, haben wir gesehen, beispielsweise an der Debatte im Netz über die Äußerungen von Katrin Müller-Hohenstein, der ZDF-Moderatorin bei der WM 2010, wo sie ja mal von einem inneren Reichsparteitag gesprochen hat und dies im Netz dann sensibel aufgegriffen wurde und thematisiert wurde und dann auch in den Printmedien nachher zu einer Debatte geführt hat. Oder denken wir an Hinweise und Enthüllungen, die es in Wissenschaftsblogs gegeben hat über Schleichwerbegeschäfte,
des Gesundheitspapstes Hadamar Bankhofer, der daraufhin dann seine Position bei der ARD, wo er im Frühstücksfernsehen in anderen Runden immer wieder medizinische Probleme erklärt hat, verlor. Man muss Bürgerjournalismus einbeziehen, wenn man modernen, kritischen Medienjournalismus machen will. Viertens, es gehört zum wenig erfreulichen Erscheinungsbild, dass wichtige Phänomene auf Medienseiten ausgespart bleiben. Die Norm ist das Erwartbare. Man hat genug damit zu tun, Termine abzuarbeiten. Aber es gibt gewaltige Veränderungen, große Themen, die für die Gesellschaft wichtig sind. Zum Beispiel die Machtkonzentration auf dem Markt der Mediaagenturen oder die Vorgänge beim Pressekrosso. Da haben wir ein System, das gewährleistet, dass alle Zeitungen und Zeitschriften zu jedem Kiosk in der Republik kommen, über ein unabhängiges, neutrales Verteilersystem. Das bricht auf, Verlage kaufen sich dort ein, organisieren das selbst über eigene Vertriebsformen, was zum Ergebnis hat, dass möglicherweise dann an vielen Verkaufsstellen nur noch Bild und nur noch Produkte des Bauer Verlages zu finden sind. Schwerwiegende Vorgänge, die man groß erörtern muss, die man den Lesern nahebringen muss. Thema WikiLeaks zum Beispiel ging komplett ans Feuilleton oder an die Politik oder Berlusconi und seine Medienmacht. Hier sind auch immer wieder kritische Analysen notwendig, die ausbleiben. Wo war das akribisch recherchierte Stück rund um die Entmachtung von Nikolaus Brender im ZDF? Was ist mit großen Stücken über den verheerenden, immer größer werdenden Einfluss der Lobbys in der Gesellschaft, die ihre Gesetze selbst schreiben? Die großen Trends, die großen Entwicklungen, die zu diesem Markt gehören, die finden nicht auf den Medienseiten statt, leider. Auch da wird das Geschäft zu wenig erklärt. Was dominiert, sind Fernsehthemen. Sie dominieren über Medienökonomie und Medienpolitik. Es gibt auch keine Verbindung zur Wissenschaft beispielsweise und deren Erkenntnissen. Ich denke, vielleicht muss man die TV-Themen mal zur Fernsehseite packen und es dabei dann gut lassen. Fünftens, die Schwäche des Medienjournalismus ist, dass zu viele glauben, man käme ohne tiefe Recherche aus. Nur zu oft genügt der Augenschein. Es gibt ja das Fernsehbild und wie es wirkt. Und wenn man das beschreibt und mit Thesen verbindet, dann hat man natürlich schon einen Artikel. Aber reicht das? Entscheidend für die Qualität ist doch Zusammenhänge aufzeigen, Hintergründe erklären, überraschende Analogien ziehen, für Transparenz sorgen. Das Moment Aufklärung ist meines Erachtens zu schwach belichtet bei Medienseiten, auch wenn es unangenehm ist. Ein Verleger hat mir einmal gesagt, wissen Sie, wenn es die Dinger gibt, wenn es die Seiten gibt, dann müssen die auch gefüllt werden. Also sozusagen mit Banalitäten oder aber mit für Verleger unangenehmen Themen, die von möglicherweise Krisenphänomenen handeln. Er hat daraus die Konsequenz gezogen, Medienseiten abzuschaffen. Das ist aber, glaube ich, noch die falsche Konsequenz. Sechstens, Medienseiten sind in Zeitungen und Zeitschriften gelegentlich zur Manövriermasse geworden. Die Frage ist, wem überhaupt auffällt, wenn sie mal ausfallen oder ganz aus dem Angebot genommen werden. Von größeren Protesten ist nichts bekannt. Das muss eigentlich zu denken geben. In der Branche sind die Alarmzeichen ja gar nicht mehr zu übersehen. Anzeigen sind über viele Jahre drastisch zurückgegangen. Höhere Vertriebserlöse über höhere Vertriebspreise sowie zusätzliche Online-Umsätze können die Verluste nicht ausgleichen. Papier wird zur knappen Ressource. Das Ressort Medien muss sich hier behaupten gegen die vielen anderen Ressorts aus der zweiten Reihe einer Zeitung beispielsweise. Solche Ressorts, die nicht Kernangebot sind, wie Politik, Wirtschaft, Feuilleton, Sport und Lokales. Aber mit was? Siebtens, der Reiz des Themas Medien, das ist die Vielfalt der Sichtweisen, das Interdisziplinäre. Der Reiz ist aber auch die Gefahr. Was als Querschnitt interessant sein kann, lässt sich leicht in seine Einzelbestandteile zerlegen. Medienthemen können in Kultur, Wissenschaft,
Wirtschaft, Sport und Politik leicht nachvollziehbar gut aufbereitet werden. Eine eigene Medienseite braucht eine besondere Begründung, um relevant zu sein. Man muss sie als Kompetenzzentrum begreifen. Das heißt, einbringen in andere Ressorts, ansprechbar sein, heißt anstrengen, heißt natürlich auch, Ressourcen in Verlagen, bei Sendern nicht schrumpfen zu lassen. Die Wirklichkeit sieht so aus, das wäre meine 8. These, Medienseiten sind überall. Sie sind in der Ausgabe der Bild-Zeitung, die sich mit Netzwerkrecherche beschäftigt, auf der Panoramaseite des Wiesbadener Kurier, der sich des Bushido-Bambi-Skandals annimmt. Medienkritik ist bei Heute Show und ZDF zu finden oder bei Harald Schmidt. Es kommt in diesem Umfeld darauf an, mit einem eigenen Angebot sich durch Regelmäßigkeit und Wissen abzusetzen. 9. Medienjournalismus ist wichtig, weil er hilft, die Qualität der Medien zu sichern. Man muss sich nur darauf einlassen. Er ist Teil der Selbstkontrolle. 10. Man braucht alle Aufmerksamkeit dafür, um festzustellen, wie Aufmerksamkeit in Medien gemacht wird. Denn darum geht es ja, Hintergründe zu zeigen und aufzuklären, wie etwas in die Medien kommt, wie Aufmerksamkeit geschaffen wird. Es gibt eine ganze Inszenierungsindustrie sozusagen mit vielen Mitarbeitern, mit vielen Agenten, mit vielen Spezialisten. Was davon in den Medien, was da herauskommt, das sehen Sie im Fernsehen, das lesen Sie in den Zeitungen. Aber wie das entsteht, wie die Mechanismen sind, das wäre ureigenstes Thema von Medienseiten. 11. Es ist aberwitzig, dass jeder von Mediengesellschaft redet, man einer geordneten, kompetenten, publizistischen Begleitung dieses Phänomens aber nicht das Wort reden will. Guter Medienjournalismus ist meines Erachtens immer politisch, gesellschaftspolitisch. Er widmet sich eben der Frage, wie Themen und Personen inszeniert werden, wie Bilder und Kampagnen gemacht werden. Er legt die Mechanismen bloß, mit denen ein Politiker wie Karl Theodor zu Gutenberg plötzlich zum Star wird, wie Politik in der Öffentlichkeit ihre Rolle definiert und verfolgt. Er müsste die Rolle auch des Zeitchefredakteurs hinterfragen, der einen Rücktritt Gutenbergs wegen der Plagiate bei seiner Doktorarbeit für unnötig hielt, sich über die Wirkmächtigkeit dieses Mannes freute, weil er da ja ein Politiker ist, der sich ausdrücken kann, der das Volk erreicht und der jetzt das Interviewbuch zum Comeback mit ihm schreibt. Alles schöne Themen für Medienseiten. 12. Da sich in den kommenden Jahren verstärkt die Frage nach der Finanzierung von Qualitätsjournalismus stellen wird und damit nach öffentlichen Geldern, muss der Medienjournalismus ganz neu Fragen auch nach der Legitimation und den Verfahrensweisen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stellen. Der Medienjournalist wird hier Sachwalter gesellschaftlicher Interessen. Er ist nicht nur Angestellter eines Verlages, natürlich ist er das, aber er handelt in einem gewissermaßen höheren Auftrag für die Gesellschaft, um hier nachzuhalten, um unbequem zu sein und dafür zu sorgen, dass es auch wirklich ein öffentlich-rechtliches Angebot gibt und keines, das man mit denen der Privaten verwechseln kann. Er muss frei sein, der Medienjournalist, vom Lobbyismus einer elektronischen Beteiligungspublizistik, die im Niederschreiben angeblicher Rivalen womöglich ein Mittel des Marketings sieht. ARD und ZDF schließlich können meines Erachtens auch selbst mehr tun. Ein Magazin ZAP im Fernsehen ist schön, reicht aber nicht und bissig sollte es auch bleiben. 13. Wie souverän ein Medium ist, sieht man an seiner Medienseite. Wem also alles Platz eingeräumt wird und wem nicht. 14. Zum Status quo gehört, dass auch viele Medienfachtitel inzwischen publizistisch eher irrelevant sind, das Angebot im Fernsehen und Hörfunk dürftig und sich erst im Internet sich erst langsam eine Vielfaltskultur entwickelt. Ausnahmen wie EPD oder Funkkorrespondenz sind ihrerseits bedroht vom Mangel an Geldern. 15. Der aktuelle Journalismus versucht, ausgehend von den USA, Journalisten als Marken
zu profilieren. Wer aber ist im Medienjournalismus zu einer Marke geworden? Was ist eigentlich davon zu halten, dass ein Medienjournalist einen Film macht bei einem Sender, bei dem er schreibt? Oder ein anderer, eine Entertainerin berät, beziehungsweise Moderationstexte für einen der großen Branchen-Selbstbeweihräucherungsabende schreibt? Oder ein politischer Journalist einer großen Zeitung als Co-Autor des Buches des Kanzlerkandidaten auftritt? Die Unabhängigkeit ist durch eine eigene Rollenverwechslung viel stärker gefährdet als etwa durch sehr zu aktiven Staatsanwälten oder große PR-Brigaden. Das Problem ist die Haltung, die fehlt. Jeder muss seine Rolle kennen und ausfüllen. 15. Nichts ist merkwürdiger, als wenn Medienjournalisten 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 nennen, frei nach Tucholsky. Es gibt zu viel Klein-Klein in der Medienberichterstattung, zu viel Selbstbeschäftigung und oft hat man sich immunisiert gegen Kritik und wenn mal recherchiert wird, dann wird es sogar als Stalking verunglimpft. 16. Medienjournalismus ist die schwierigste Form des Gewerbes, weil er einerseits Phänomene der Massenkultur für viele aufbereitet, also den Star, die Show, das Quotenformat an sich in den Mittelpunkt stellt, andererseits aber das Fachpublikum der Multiplikatoren anspricht, das an der hintergründigen, auch aufklärischen Aufarbeitung komplexer Themen interessiert ist. Es ist also eine gespaltene Zielgruppe. Sich nur auf eine konzentrieren zu wollen, wäre tödlich. Was vermisst wird, sind die investigativen Geschichten über große Konzerne. Wer erklärt, warum Springer jetzt auf einmal die historischen Wallraff-Bilder in der Bildredaktion in Hannover damals entstanden, freigibt? Wer schreibt ein Detail auf, was bei der WAZ passiert? Wer analysiert, was wirklich mit dem behaupteten digitalen Erfolg der Axel Springer AG auf sich hat? Medienjournalisten stehen in der verführerischen Situation, womöglich irgendwann mal bei Verlagen und Sendern oder Internetfirmen als Kommunikationsspezialisten in der Presseabteilung zu arbeiten. Das ist nichts Branchenspezifisches, das geht Journalisten in Ressorts wie Wirtschaft oder Politik genauso. Besonders aber ist, dass Medienjournalisten permanent über potenzielle journalistische Arbeitgeber schreiben. Sie brauchen daher eine besondere moralische Qualifikation. 18. Chefredakteure tendieren prinzipiell zum gegenseitigen Nicht-Angriffspakt, was das Ganze auch etwas erschwert. Chefredakteuren geht es nicht anders wie Oligopolisten. Sie wissen, dass man sich im Extremfall gegenseitig sehr schädigen könnte und dass es von daher besser ist, es nicht zu tun. Die Summe der gemeinsamen Verluste wird für höher erachtet als die Zahl individueller Erfolge. Aber meine Beobachtung ist, das hat nachgelassen. Die Spitze dieser Chefredakteursallianzbildung war die, die der Springer-Chef Matthias Döpfner mit Frank Schirmacher von der FAZ und Stefan Aust vom Spiegel vor einigen Jahren etabliert hat. Eine Allianz, die versucht hat, bekanntlich die Rechtschreibreform in Deutschland zu stoppen oder Angela Merkel als Bannerführerin bei der Umgestaltung von Deutschland mit vielen Reformen und als liberal gehaltene Politik zu fördern. Heute ist Döpfner eher Freiheitskämpfer in eigener Sache. Schirmacher hat nach Demografie und dem Internet die Wirtschaft entdeckt und Stefan Aust ist nicht mehr Chefredakteur, sondern Produzent und Senderbetreiber. Und was das bedeutet, merkt man dann gleich. Es ist erfreulich, dass der Spiegel sich plötzlich auch in einer Titelgeschichte mit Bild beschäftigt, was er vorher nicht mehr groß getan hat. Herr Aust stand in seiner Zeit sozusagen prototypisch für diesen kalkulierenden Chefredakteur. Hat also einfach überlegt, was bringt beispielsweise eine Geschichte, die Stasi-Verbindung, alte Stasi-Verbindung eines Mitglieds der Bild-Chefredaktion aufdeckt. Was bringt die an Reputation, an Zitationen, an Lesern? Ist der Nutzen dann wirklich größer als der Ärger mit Springer? Springer kann doch einmal zurückschlagen.
Die größte Angst dieses Types Chefredakteur, und ich glaube, das ist ziemlich verbreitet, das ist, bei Bild als Verlierer des Tages aufzutauchen. Da haben alle Angst davor. Dann lässt man oft Geschichten bleiben. Oder Johannes Bekerner, der konnte mit Fug und Recht jahrelang darauf spekulieren, dass kritische Geschichten im Spiegel über ihn nicht erscheinen, weil Spiegel TV seine Talkshow im ZDF produziert hat. Das ist das Denken in Deals. Und dieses Denken hat meines Erachtens im Journalismus nichts verloren. Deswegen musste Stefan Aust am Ende auch gehen. Das ist ein gutes Zeichen. Im Journalismus zerstören zu viele Freundschaften die Marke. 19. Medienjournalismus steht unter dem Generalverdacht, parteiisch zu sein. Nett zu den Freunden, gemein zu den anderen. Die Unabhängigkeit muss hier mit besonderer Aufmerksamkeit belohnt werden. Aber ich glaube, das lohnt sich auch. 20. Die in der ökonomischen Krise des einstigen Superwachstumsmarkts Medien und Kommunikation zu beobachtende Verzichtskultur der Redaktion führt gerade auch auf Medienseiten zu einer gewissen Selbstentlarvung. Die Leser sind hier sehr aufmerksam. Die bekommen das mit und sie schließen von der Qualität, von den Veränderungen auf einer solchen Seite auf das Ganze. Und deswegen ist es, glaube ich, gefährlich, einen schlechten oder halbherzigen Medienjournalismus zu betreiben. Man hat hier die Verpflichtung, es gerade besonders gut zu machen. Leser fordern das auch ein. Sie wollen wissen, was in ihrem Medium passiert, was in der Branche passiert. Das gehört sehr stark zur Glaubwürdigkeit. Wir reden auch nicht nur einfach über eine Medienseite oder über Mediensendungen. Ich glaube, man muss reden über eine generelle Haltung eines Medienunternehmens zu dem Publikum. Und man merkt auch bei einer Medienseite, ob dieses Medienunternehmen das Publikum ernst nimmt. Dazu gehören noch viele andere Dinge, die wir oft in Deutschland merkwürdigerweise gar nicht haben. Ein aktiv betriebenes Leserforum mit Verbindung Internet, wo es einen regen Austausch geben kann. Der Ausweis von Korrekturen, das Offenlegen von Schwächen, selbst durch die Redaktion, was sie falsch gemacht hat. Das aktive Führen einer Debatte. Ein Ombudsmann oder eine Ombudsfrau, die sich der Leserbesorgnisse, der Leserfragen annimmt, die vermittelt, die das Recht hat auf eigene Publizität in der Zeitung, so wie bei der New York Times. Wird ja oft noch nicht einmal die Rügen vom Presserat abgedruckt. Also hier müssen die Medien, glaube ich, zeigen, dass sie es ernst meinen, dass sie das Publikum schätzen, dass sie das organisieren und dass sie glaubwürdig bleiben. Denn das ist im Augenblick noch das wichtigste Asset, das die Medien haben. Das zeigen alle Umfragen. Das ist die Glaubwürdigkeit. Vielen glaubt man nicht mehr. Aber noch sind die Werte hier gut. Das muss man in einer sich veränderten Welt, wo das Internet eine ganz neue Rolle spielt, muss man dies umsetzen. Das ist eine Frage an die Organisation der Medienunternehmen. Er ist ja auch entstanden, unter anderem neben der Begleitung von Fernsehprogrammen, weil sich niemand über den sogenannten blinden Fleck mokieren sollte, also über das Verschweigen von Themen mit Eigenbezug. Das ist ja auch peinlich, wenn man bestimmte Themen immer ausspart. Und gerade in Zeiten der wirtschaftlichen Bedrohung und der großen Umbrüche wächst die Neigung, sich durch stillschweigende Freundschaftspakte sich zu immunisieren. Da muss man sagen, muss man dagegenhalten und muss eben Glaubwürdigkeit organisieren. Meine Folgerungen wären, dass man Medienseiten ganz neu denken muss, ihre Funktion ganz neu begreifen muss oder dass man es sein lässt. Also entweder man begreift das und investiert hier richtig und spart sich diese Ressource nicht kaputt oder man muss es anders organisieren. Jeder Berater würde sagen, macht es richtig,
oder lasst es bleiben. Nehmt das Thema ernst und zeigt es auch. Im Augenblick sind es oft Relikte vergangener besserer Zeiten, die man sieht. Manchmal könnte man auch sagen, sind Ruinen, die da zu erleben sind. Das Thema aber ist zu wichtig. Die Zeitungen beispielsweise haben ja ohnehin ihren früheren Zweck, mit Nachrichten zu glänzen und mit aktuellen Nachrichten das Publikum zu begeistern, verloren. Das ist weg. Das ist bei Fernsehen, Radio, Internet. Sie müssen hier sich ganz neu aufbereiten, müssen mehr Hintergründe aufzeigen, Reportagen, Analysen, die Leser mit ganz neuen Mitteln gewinnen. Da kann eine gut organisierte Medien- und Kommunikationsberichterstattung ein großes Merkmal sein, ein gutes Merkmal sein, um sich abzuheben und zu differenzieren. Nur man muss diese Aufgabe anpacken. Das ist eine der Fragen des gegenwärtigen Journalismus. Und wenn es gelingt, das hier gut zu machen, dann kann man mit dem Vorwurf Nestbeschmutzer, das haben Sie ja auch gesagt, Herr Legrand, am Anfang, kann man da leichter leben. Wenn nicht, lassen uns die Medienseiten abschaffen. Die kompetenten Leute sitzen auch bei der Politik und der Wirtschaft beispielsweise. Die können diese Teilfunktion auch wahrnehmen. Hier muss, glaube ich, ein bisschen Ehrlichkeit in die Debatte. Und ich hoffe, damit jetzt auch ein bisschen Zündstoff gegeben zu haben für unsere Runde her. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.